Hallo, liebe Zuschauer. Ein neuer Messetag hat begonnen und wir fangen heute an auf dem Stand der Firma Knaus Tabbert mit einer Messeneuheit, die das erste Mal heute offiziell der Öffentlichkeit vorgeführt wird. Und zwar geht es eigentlich schon um die neue Generation der Antriebe. In diesem Falle um einen E-Antrieb, der kombiniert ist mit einem Motor. Das heißt, wir haben eine Hybridtechnik hier zu sehen, wo wir zum Beispiel im Stadtbereich, wenn wir natürlich Abgase nicht emissionieren wollen, rein elektrisch fahren können und dann eben, wenn wir höhere Leistung des Fahrzeuges abfragen oder Langstrecke dann fahren, den Motor zuschalten. Also genommen das Gleiche, was wir beim Pkw haben, E-Hybrid. Und diese Neuheit ist hier ausgestellt in diesem Fahrzeug, genannt E-Power Drive. Diesbezüglich dieses Fahrzeuges Fensation werden wir jetzt gleich mit dem Pressesprecher der Firma Knaus Tabbert einen Termin haben, der uns zu diesem Fahrzeug Näheres erklärt. Seid gespannt, bleibt dran, bis gleich. So, liebe Zuschauer, dann darf ich euch sehr herzlich begrüßen. Ich habe an meiner Seite den Herrn Diel, Pressesprecher der Firma Knaus, der uns jetzt die Neuheit, Weltneuheit, die jetzt bei Knaus ausgestellt ist, präsentieren wird. Das heißt, die Hybridtechnik hat jetzt auch in den schweren Fahrzeugen und auch in der Kontinentalmobiltechnik Einzug gehalten. Und wir haben das große Vergnügen, das heute einmal euch darzustellen. Ja, servus und vielen Dank für die Gelegenheit. Ich bin als Pressesprecher für Knaus Tabbert zuständig und bin sehr, sehr glücklich, dass wir hier was ganz Neues präsentieren. Und um gleich mal klarzustellen, es ist gar kein Hybrid, auch wenn es ähnlich funktioniert. Ja. Es ist ein rein elektrisches Reisemobil. Es ist ein, der Elektromotor treibt ständig die Vorderräder an und es gibt keine, also das Fahrzeug wird elektrisch angetrieben. Wir haben hier unten, sieht man es sehr, sehr schön, eine große Batterie, die hat 35 Kilowattstunden Kapazität. Ja. Das heißt, und die Frage kommt ja immer sofort, wie lange hält die Batterie? Wie lange kann ich fahren? Genau. In dem Fall sind es 90 Kilometer, die wir elektrisch fahren können und spätestens dann springt unter der vorderen Motorhaube montiert unser Range Extender an. Und das ist in der Tat eine Kombination aus kleinem Verbrennungsmotor und Generator. Und diese Kombi, dieser Range Extender, der springt dann spätestens nach 90 Kilometern an, in der Realität schon vorher, wenn die Batterie einen gewissen Schwellenwert erreicht hat. Und dann lädt dieser Range Extender kontinuierlich die Batterie wieder auf. Und deswegen haben wir eine Reichweite von 600 Kilometern, bis wir tanken müssen. Jetzt gibt es noch die zweite Möglichkeit. Es geht, warum machen wir das? Und zwar wichtig, dass wir sagen, wir wollen keine Lösung anbieten, die man in 10, 15, 20 Jahren kaufen kann, sondern wir wollen eine Lösung anbieten, die zeitnah möglich ist. Deswegen sieht dieses Reisemobil auch aus wie ein normales Reisemobil. Und wenn wir nachher mal reingucken, werden wir sehen, da ist ein Schlafzimmer, da ist ein Badezimmer, da ist eine Küche, da ist ein Wohnzimmer drin. Ganz normal, wir hätten es aufwendig bekleben können. Wir hätten das ganz toll machen können. Da uns war wichtig, das sieht aus wie ein normales Reisemobil. Wir sind schon sehr, sehr seriennah. Und wenn man mal sich so den Zeithorizont anschaut, dann gehen wir davon aus, dass das in 2, 3 Jahren serienmäßig möglich sein wird. Als Option, dass wir den Kunden die Option lassen. Ich möchte, das ist ja die Basis, ist ein Fiat Ducato wie die meisten Reisemobile. Ich möchte den 2,3 Liter Dieselmotor oder ich möchte die Elektroversion oder, und das ist ja hier auch denkbar in der nächsten Ausbaustufe, dieser Range Extender ist ja nur ein Platzhalter, der kann ja auch komplett rausfliegen und da kommt eine kleine Brennstoffzelle rein und die macht den ganzen Tag auch nichts anderes als Strom und hinten kommt dann eigentlich nur Wasser raus. Ja. Weiterer Vorteil dieses Systems, aufgrund der Größe der Batterie, wir können bis zu 5 Tage autark stehen, ohne Landanschluss. Und da rede ich nicht über 12 oder 24 Volt, sondern da rede ich über Haushaltsspannung, 230 Volt. Das heißt, ich kann meine ganzen Geräte, Backofen, wenn ich ihn denn habe, Herd, Kühlschrank, alles regulär betreiben und das für 5 Tage lang. Das heißt also, ich brauche nicht mehr nachrüsten, hier eine Lithium-Ionen-Batterie, wieder eine Batterie, Wechselrichter nachrüsten, Haufen Kabel, diesen Aufbau ziehen. Genau. Das ist alles vorbei. Das ist alles schon, einfach da sind Tor, schon, Voltnetz, alles ist da. Genau, hier sind schon 35 Kilowattstunden drin und da gibt es natürlich einen Wechselrichter, der macht da locker 230 Volt raus und insofern haben wir da viele Fliegen sozusagen mit einer Klappe geschlagen.
Und worum geht es denn im Grunde genommen? Also warum machen wir das in dieser Kombination? Wenn ich nur 90 Kilometer elektrische Reichweite habe, dann fahre ich ja erst gar nicht los. Dann bin ich ja schon am Anfang schweißgebadet und gestresst und frage mich, wo kommt die nächste Steckdose? Ja? Jetzt habe ich aber den Range Extender, der immer im optimalen Drehzahlbereich läuft, immer ökonomisch perfekt in seiner Lieblingsdrehzahl und nichts anderes macht, als die Batterie unten aufladen. Wunderbar funktioniert das und so habe ich keine Ängste mehr und ich habe im Grunde genommen Best of Both Worlds, wenn man es so neudeutsch ausdrückt, ja, weil ich komme 600 Kilometer weit mit, dann kann ich an die Steckdose Batterien aufladen, ich kann das Ganze, wie man hier ja auch sieht, extern an der Wallbox aufladen und ich kann meinen Tank auffüllen und dann kann ich wieder 600 Kilometer fahren, sehr entspannt. Und dieses ganze Reichweitenthema ist dann gar kein Thema mehr. Richtig. Wie sieht das aus, wenn man jetzt Solartechnik noch mit kombiniert? Das wäre dann ja eh kein Problem. Oder alles möglich vorgesehen. Genau. Man muss sich das Ganze ja als gesamtheitliche Strategie anschauen. Bei Knaus Tabbert verfolgen wir diesen Weg. Unser Selbstverständnis ist ja, wir sind Innovationstreiber der Branche. Richtig. Ja? Jetzt sind wir hier in der Halle 1, das ist Knaus. Drüben in der Halle 4 haben wir Weinsberg. Bei Weinsberg haben wir vergangenes Jahr angefangen, einen Wohnwagen, den Caracito, hier vorne steht er, rein elektrisch anzubieten. Das heißt, da gibt es keine Gasinstallation mehr, keine Gasflaschen, keine Ventile, keine Leitungen. Und auch nicht alle 2 Jahre die Gasprüfung. Richtig. Ja? Dadurch sparen wir Gewicht, wir haben ein Medium weniger und wir haben einfach Kunden, das stellen wir fest, die sagen, ich will gar nicht autark stehen, ich bin der reine Ostern bis Oktober Camper und ich stehe auf dem Campingplatz und stöpsel mich rein. Braucht da kein Gas. Ja? Okay. Macht das Fahrzeug leichter, macht das Fahrzeug preiswerter. Zusätzlich haben wir eine elektrische kombinierte Klima- und Heizungsanlage. Und ich sag mal, von Ostern bis Oktober brauche ich eher eine Klimaanlage als eine Heizung. Richtig. Ja, und die ist da drin in dem Caracito. Diesen Weg haben wir jetzt bei Knaus in diesem Jahr auch weiterverfolgt. Das nennt sich E-Power. Und wir bieten den Sport und den Südwind ebenfalls gasfrei an, rein elektrisch betrieben. Zusätzlich arbeiten wir in Forschung und Entwicklung daran, auch eine elektrische Wohnwagenachse zu machen, die zum Beispiel rekuperieren kann im Schiebebetrieb oder die am Berg nicht das Fahrzeug schiebt, aber zumindest so unterstützt, dass er gefühlt gar nicht 700 Kilo hinten dran hat, sondern nur 200 Kilo. Was natürlich den Vorteil hätte, dass dann das Zugfahrzeug kleiner sein kann. Richtig. Da ist aber der Gesetzgeber im Moment noch davor, weil ein Anhänger, der selber fährt, ist kein Anhänger mehr. Ja. Das ist dann ein Fahrzeug. Ja, richtig. Und da sind andere Regularien. An diesen Themen arbeiten wir. So, und jetzt haben wir dann noch den nächsten Schritt. Auch ein schönes Thema, Kooperation mit Einhell. Wir bieten an, Wohnwagen, du kannst einen von den Einhell-Akkus, das ist ja ein bekannter Hersteller von Akkugeräten, kannst du an den Wohnwagen montieren und der wird dort aufgeladen, aber er speist auch ein und der reicht, wir nennen es ein bisschen flapsig, One-Night-Stand. Dieser eine Akku reicht dafür, meinen Wohnwagen zumindest mal, was Beleuchtung, Wasserpumpe angeht, für eine Nacht autark zu versorgen, wer das mag. Deswegen, es ist also eingebettet in eine Elektrostrategie und das ist jetzt der Knaus E-Power Drive, ist sozusagen jetzt ein weiterer Baustein in dieser Elektrostrategie, wo wir eben sagen, Wohnwagen werden elektrisch, das läuft schon. Und der nächste Schritt ist jetzt, werden die Reisemobile elektrisch. Ja, und damit hat man natürlich wirklich viele, viele Fliegen in einer Klappe geschlagen. Genau. Keine Abgasrestriktionen mehr. Das ganze Thema ist komplett. Es geht ja dann auch irgendwo unterm Strich auch um letztendlich die letzte Meile. Ja, wenn wir uns anschauen, wie viele Umweltzonen es mittlerweile gibt. Genau. Ja, und idealerweise, also ich fahre mit dem Range Extender an die Stadtgrenze, dann kann ich den separat abschalten, fahre voll elektrisch in die Stadt rein, lokal emissionsfrei. Wenn ich es unbedingt brauche, stöpsel ich mich rein, lade meine Batterie voll. Wenn es 15, 20, 30 Kilometer sind, brauche ich es nicht, weil so lange hält meine Batterie hin und zurück ohne Probleme. Fahre ich komplett elektrisch wieder raus. Auf der Autobahn schmeiße ich den Range Extender wieder an und habe meine 600 Kilometer Reichweite und kann mein Urlaubsziel in den Etappen auch super erreichen. Ja, der Stress ist weg. Du brauchst keine Ladesäulen haben. Und uns war eben wichtig, nicht die Lösung in 20 Jahren erhältlich,
ja, sondern wir wollten eine Lösung, die zeitnah, die greifbar ist, anbieten. Einfach weil wir sagen, wir können nicht, und das ist ja für uns auch ein Novum, wir können nicht mehr auf die Chassishersteller warten, bis da Angebote kommen, guck mal, elektrisch, ja. Und deswegen haben wir gesagt, das müssen wir selber in die Hand nehmen. Und da sind wir super glücklich, dass wir einen sehr, sehr guten, kompetenten Entwicklungspartner für diese modularen, für diesen modularen Bausatz, das ganze System ist modular aufgebaut, gefunden haben. Und dieser Partner heißt HWA. Viele kennen vielleicht Mercedes AMG, die Tuning-Abteilung. Und die wurde gegründet von HWA, von Hans-Werner Aufrecht. Okay. Der hat immer eine Engineering-Company auch noch gehabt, die zum Beispiel im Moment Formel E Weltmeister sind. Die sind vor 3 Wochen Formel E Weltmeister geworden mit ihrem Rennstall. Und da sieht man schon, wenn irgendwo Kompetenz in Elektroantrieben ist, dann dort. Und da sind wir total glücklich drüber, dass die mit uns zusammen dieses modulare System entwickelt haben. Und das ist eben denkbar im CUV, im ausgebauten Kastenwagen, dieses System, im integrierten oder eben hier auch im teilintegrierten Reisemobil. Das ist die Idee dahinter. Und deswegen modularer Aufbau. Und wenn dann in dem nächsten Schritt der kleine Verbrenner komplett mit dem Generator rausfliegt und da kommt eine Brennstoffzelle rein, auch dafür ist das System jetzt schon ausgelegt. Ja, man muss also nicht mehr umkonstruieren, sondern es ist nur noch ein Plug-in-and-Play sozusagen. Ja, ja. Und dann kann man natürlich den Kunden sozusagen die Wahl lassen. Möchtest du Dieselmotor, möchtest du elektrisch mit Verbrenner und Range Extender, möchtest du elektrisch mit Fuel Cell? Ist natürlich dann am Ende des Tages auch ein Preisbaustein, muss man der Fairness halber sagen. Aber der Kunde hat dann die Option und wir erleben es hier auf dem Caravan-Salon extrem. Der Zuspruch ist stark. Ja, es gibt die, wie der Marketing-Mensch sagt, diese Early Adapter, also die Menschen, die immer ganz früh die neueste Entwicklung haben wollen. Ja, und die sind hier interessiert und sagen, toll, das ist eine super Idee, hier geht's voran. Und am Ende des Tages, gestatten Sie es mir, wenn ich so sage, unser Selbstverständnis ist, wir wollen Innovationstreiber der Branche sein. Und ich sag mal, das lösen wir mit so einem Fahrzeug auch ein. Absolut. Ja. Das ist ja auch gerade für viele Leute ein großes Thema, die jetzt ein neues Wohnmobil mit einem reinen Dieselantrieb kaufen. Mit dem Angst im Hintergrund, wann wird das Auto nicht mehr die Innenstadt erreichen dürfen. Das ist ja, dieser Damoklesschwert, sagen wir mal, schwebt ja überall. Genau. Und wenn natürlich jetzt eine Lösung kommt, dann ist das natürlich eine gute Sache, sich zu überlegen, gleich in die Richtung zu gehen. Genau, also das ist schon eine sehr vorausschauende Planung, die Knaus Tappert da an den Tag gelegt hat. Ja, auf jeden Fall. Ohne mich selber loben zu wollen oder uns, aber das ist schon, denke ich, ein sehr entscheidender Schritt, weil, und ich bin fest davon überzeugt, in die richtige Richtung, weil Elektromobilität ist nicht die Zukunft. Das läuft schon. Natürlich. Das ist schon, das ist schon. Ich habe norwegische Händler hier gehabt, die haben sich über das Fahrzeug super interessiert. Warum? In Norwegen ist der Anteil von Elektroautos aktuell über 50%. Jedes zweite Tesla, Auto. 60%, ich habe gerade die Statistik gelesen, aktuelle Zulassungszahlen im August 70%. Rein elektrische Fahrzeuge in Norwegen. Wird politisch unterstützt, wird politisch gewollt, wird aber eben auch von den Kunden nachgefragt. So, wenn das bei den PKWs so funktioniert, muss es auch bei den Reisemobilen funktionieren. Selbstverständlich. Ja. Wie ist das eigentlich bezüglich Maut? Das fällt ja jetzt in dem Fall in Deutschland ja für die Campingmobile nicht an. Aber im Ausland ist ja E-Mobilität auch dem bald ein Maut-Thema. Also wir rechnen... In Österreich zum Beispiel, mit Sicherheit, Schweiz wahrscheinlich, weil wir rechnen, ja immer Vorreiter. Wir rechnen damit, dass wir eine E-Auto-Zulassung bekommen. Das heißt, es gibt dann eben auch steuerliche Vergünstigungen und Anreize. Und wir wollen, und das ist Ziel unseres Lastenheftes, Sie wissen, die ab 3,5 Tonnen wird es in Österreich, Schweiz teuer, kostet mehr Maut. Und wir wissen natürlich auch, ich vermute mal, wir beide haben noch den Klasse 3 Führerschein bis 7,5 Tonnen. Jeder, der ja erst 2000 seinen Führerschein macht, darf ja nur noch 3,5 Tonnen zulässiges Gesamtgewicht fahren. Genau. Und das ist ja auch mit Fug und Recht die beliebteste Klasse. Richtig. Ja, die wenigsten Fahrzeuge sind drüber. Und deswegen sagen wir ganz klar, unser Ziel im Lastenheft ist, wir werden diesen Knaus Van TI als 650 MEG Van Station Sondermodell in einer Basisversion auf jeden Fall
in der 3,5-Tonnen-Klasse anbieten wollen, weil es die populärste Klasse ist. Es wird dann natürlich die Möglichkeit geben, Fahrzeug aufzulasten, wer mehr Zuladung möchte, mehr Zubehör etc. Ja. Ein Punkt, den ich fast vergessen hätte, der vielleicht auch noch ganz wichtig für eure Zuschauer ist, die Information, wie schnell ist denn so ein Reisemobil eigentlich? Wir wissen ja, der Elektromotor hat ja, jetzt Achtung, wird es technisch, das maximale Drehmoment ja schon bei Drehzahl 0. Genau. Ja, also volle Power von Anfang an. Ich kann nur sagen, es macht richtig Spaß, das Auto zu fahren, weil er fährt halt wie ein Elektroauto. Und damit es auch schön sicher ist, hat er einen kleinen Soundgenerator, damit auch alle schön hören, dass er gerade fährt, weil die hört man ja nicht mehr. Und wir gehen davon aus, Reisegeschwindigkeit 120 ist berechnet. Da haben wir auch die 90 Kilometer Reichweite erreicht. In der Spitze würde dieses Fahrzeug 160 können. Wir werden es dann vermutlich auf 140 limitieren. Alles drüber ist ja dann auch stressig mit so einem Reisemobil. Ja, 140 ist eine gute Geschwindigkeit, 130 ist auch völlig okay. Keine Frage. Und insofern ein vollwertiges, alterstaugliches Reisemobil, das voll elektrisch angetrieben wird. Und Knaus E-Power Drive heißt er. Hervorragend. Das ist wirklich die absolute Lösung. Aber wir haben noch viel, viel mehr mitgebracht. Ja. Und ja, schauen wir wenn ihr Zeit habt, zeige ich euch gerne noch ein bisschen, was wir hier allein in der Knaushalle 1 noch Neues haben. Oder auch hinten in der 4, wo Weinsberg und Tabbert ausgestellt werden. Unter TEP. Wir haben ja 5 Produktmarken. Richtig. Knaus, Weinsberg, Tabbert, TEP und Morelo, unsere Freunde aus Schlüsselfeld mit den großen Buschassis, die große weite Welt des Luxus sozusagen. Ja. Und dann haben wir ja noch einen Vermietservice Rent and Travel. Haben wir auch hier in der Halle. Ist übrigens auch ganz, ganz interessant, was da gerade passiert bei diesem Vermietservice in der Branche. Wir erleben ja in den vergangenen 7 Jahren, wir als Company Knaus-Tabbert, jedes Jahr ein zweistelliges Wachstum. Und bei Rent & Travel passiert gerade Folgendes. Das machen wir seit 5 Jahren, bieten wir diesen Vermietservice an. Und jede zweite Anfrage, die da reinkommt, sind Neueinsteiger ins Caravaning. Leben. Ah, ja. Und jede zweite Anfrage, die da reinkommt, sind unter 40. Was bedeutet das für uns? Wir kriegen gerade die jungen Neukunden, die wir für uns und unsere Marken begeistern können. Und die natürlich dann bei Rent & Travel ein Knaus-Reisemobil oder ein Weinsberg-Wohnwagen bekommen und so auch schon an die Marken rangeführt werden. Und das macht gerade extrem viel Spaß. Das kann ich mir vorstellen. Und ich habe als Kunde, bevor ich mich endgültig für so ein großes Auto investiere, wo ich ja auch, ich bin finanziell lange, die Möglichkeit zu testen, zu gucken, absolut, was passt zu mir, was passt genau zur Familie. Einfach mal 2, 3 Urlaube so zu verbringen und dann zu sagen, jawohl, das ist es, jetzt kann ich mich entscheiden, gehe auf die nächste Messe und kaufe ein. Ist sehr clever, sag ich auch allen Neueinsteigern, geht mal zu Rent & Travel, mietet euch mal ein Fahrzeug, fahrt mal eine Woche weg, kommt wieder und mietet euch anderes Fahrzeug. Ja, einfach mal, um ein Gefühl dafür zu kriegen, auszuprobieren, was brauche ich, ja, kommen die Kinder mit, kommen die Enkelkinder mit, ist vielleicht doch ganz gut, noch ein zweites Bett zu haben. Ja, will ich umbauen, Sitzgruppe, geht natürlich immer. Oder ist es vielleicht doch schön, noch ein Hubbett vorne zu haben und die Kiddies da reinzulegen. Und insofern 1, 2, 3 Mal ruhig Fahrzeug mieten bei Rent & Travel, ausprobieren, unterschiedliche Kategorien, weil am Ende weiß ich dann, das ist das, was ich brauche. Ja? Und dann idealerweise sagen, so, jetzt schauen wir uns mal an, was kostet denn sowas und ist das, was wir wollen. Ja. Das ist ja das, was eigentlich auch immer wieder empfohlen wird. Erst probieren, ausprobieren, gucken, schauen, weil man macht ja erst so seine ersten Erfahrungen. Gerade als Neuling ist ja vieles erst so durch das Nutzen des Materials, dass man die Erfahrungen sammelt. Und dann merkt, was ist mir wichtig. Ja. Was ist der Frau wichtig, was ist den Kindern wichtig, dass sie sich bewegen können. Oder der Hund womöglich noch mitkommt, die Katze, je nachdem. Brauche ich eine Heckgarage, nehme ich meine Pedelecs mit? Richtig. Schafft er das vom Gewicht her, vom Platz her? Richtig, müssen wir noch die kleinen Räder für die Enkelkinder mitnehmen und? Ja. Und all das erlebst du in der Nutzung. Genau. Ja, ich war jetzt gerade mit meinem Sohn eine Woche Caravaning betreiben. Ja, da hatten wir einen ganz kleinen Kastenwagen 540. Ja, super. Stehst auf dem Supermarktparkplatz und nimmst genau den Parkplatz, den auch der PKW nimmt. Du brauchst keine 2 Parkplätze, weil das Auto so schön kompakt ist. Aber klar, du musst ein bisschen genauer gucken, was du alles mitnimmst, weil natürlich so ein kürzeres Fahrzeug dann auch ein bisschen weniger Heckgarage anbietet. Klar.
muss man sich dann eben genau anschauen, was ist mir wichtig, brauche ich eine große Garage, muss das Fahrzeug länger sein, etc. pp. Was ich mir natürlich am Trend sehr stark vorstelle oder auch beobachtet habe, ist, dass mittlerweile auch viele Außendienstleute, die früher dann eben, wenn sie einen weit entfernten Termin gehabt haben, ein Hotel aufgesucht haben, durch Corona ging das nicht mehr, dann umgeschaltet haben, zu sagen, ich nehme jetzt so einen Van, habe mein mobiles Büro drin, habe mein WLAN unter oben drauf, meinen Drucker, mein Laptop dran, habe eine autarke Ausstattung und habe meine Dusche, meinen Anzug schön gebügelt, gehängt im Schrank, nichts knittert mehr und bin perfekt voraus schauend mit meinen Unterlagen vorbereitet, habe meine ganzen Berichte des Tages schon abgeschickt in die Firma, habe die neuesten Daten, Kundenadressen, alles kann ich über das Auto abwickeln und bin komplett unabhängig. Habe ich letztens gerade ja wieder getroffen. Ne? Habe ich letztens gerade wieder getroffen, Versicherungsmakler, und der macht es genauso, wie Sie es beschreiben. Ja. Er fährt mit seinem Kastenwagen, mit seinem CUV zum Kunden, hat alles da. Ja. Sie können das Beratungsgespräch machen, Abstand halten, Corona-bedingt alles wunderbar. Und er ist mobil und er ist am Kunden, er ist vor Ort. Ja? Und er besucht ihn und er muss sich nicht irgendwo überlegen, wo machen wir das jetzt. Oh, Riesenvorteil, und wir sehen es ja auch hier bei den Kollegen von Vantourer, die haben ja auch eine sehr schöne Studie dahingestellt, die als Mobile Office im wahrsten Sinne des Wortes taugt, weil er eben da auch die übliche Büroausstattung montiert hat. Das funktioniert. Das ist auch eine Kundengruppe, ist nicht die größte, aber gibt es bei uns auch immer wieder. Ja, wie gesagt, das haben wir auch stark beobachtet. Das hat vielen Leuten ja große Probleme gegeben, dass sie Hotels suchen. Genau. Ja. Okay, wo stehen wir jetzt hier? Wir stehen immer noch in der Halle 1 bei Knaus und wir stehen hier vor dem Sun E. Das ist eine Neuheit. Der Sun ist bei Knaus die Top-Baureihe. Wir haben vergangenes Jahr das Top Model, den 900er Sun E, ein Dreiachser präsentiert mit neuem Gesicht, neuem Heck, neuen Features. Und das haben wir jetzt erweitert bei den integrierten. Das ist ja eh schon so die Königsklasse bei den Reisemobilen hier mit dem Sun E 700. Ein Fahrzeug, das 6,5 Meter rund lang ist und das für einen integrierten recht kompakt ist. Noch kompakter geht es nur noch beim Van E, der ja so ein bisschen eine Mischung ist aus CUV, hätte ich jetzt beinahe gesagt, und Reisemobil. Aber die Sun E-Baureihe, und das sieht man auch schon von der sehr markanten Front, ist die Top-Baureihe. Wir haben hier ein sehr starkes Gesicht mit drei LED-Leuchten vorne. Das haben wir aus dem Dreiachser übernommen und ist ein starkes Differenzierungsmerkmal. Und wir haben hier auch ein sehr starkes, wir nennen es automotives Design, das sich ja auch ein Stück weit an Pkw-Fronten optisch orientiert. Das ist ein starkes Statement. Dieses Fahrzeug hier hat serienmäßig hinten Liegeplatz, Schlafplatz und hat aber immer auch noch ein Hubbett vorne. Das heißt also mindestens vier. Die Sitzecke kann auch noch umgebaut werden. Können also fünf Menschen drin übernachten und schlafen. Und das ist schon große, weite Welt und das hat natürlich auch ein bisschen seinen Preis. So ein Sun E 700, der liegt so in der Größenordnung, geht los bei 110.000 Euro. Und selbstverständlich kann man mit ein paar Extras da auch noch mehr Geld ausgeben. Aber nehmen wir mal den Dreiachser, den 900er, das Topmodell bei uns. Da geht es so in der Größenordnung 125.000, 130.000 los. Und auch da gibt es viele Optionen. Und jetzt kommt was Interessantes. Bei uns, Knaus Tabbert, haben wir den Vorteil, da wo der Sun E aufhört preislich, beginnt dann bei uns Morelo. Und so können wir also von 10.000 Euro für einen kleinen Wohnwagen wie den Tab oder den Caracito roundabout bis 750.000 Euro die gesamte Bandbreite abdecken. Und im Grunde genommen wird also jeder Kunde, ob der Geldbeutel schmaler oder dicker ist, bei uns Knaus Tabbert Fahrzeugen fündig. Genau. So, dann haben wir hier noch ganz, ganz viel Neues und zwar im Wohnwagenbereich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir haben den Sport und den Südwind neu angepackt. Das sind ja Klassikerbaureihen. Wenn man sich anschaut, der Südwind wird demnächst 60 Jahre alt. Ja, das ist also eine der ganz frühen Baureihen, die Helmut Knaus konzipiert hat, Anfang der 60er Jahre.
Den machen wir seit 1962, das heißt, kommendes Jahr feiern wir da auch nochmal Jubiläum. Deswegen haben wir auch 60 Jahre Sondermodelle, weil die Firma Knaus vor 60 Jahren gegründet wurde. Damals mit dem Schwalbennest, einem kleinen, kompakten Wohnwagen. Und dann kam relativ schnell schon der Südwind, später auch der Sport. Und was haben wir da neu gemacht? Wir haben das Heck verändert. Wir haben ja eine neue Technologie, die nennt sich Fold Expand. Und das ist nichts anderes, als dass wir das Heck dreidimensional gestalten können. Und diese Dreidimensionalität ermöglicht es uns, mehrere Faktoren zu erreichen. Das eine ist, wir können den Rückleuchtenträger harmonisch in das Heck integrieren. Das schauen wir uns vielleicht gleich mal auch drüben an. Und wir gewinnen durch diese Dreidimensionalität bei gleichen Außenabmessungen entscheidende 8 bis 10 cm mehr Innenraum. Und das macht natürlich eine ganze Menge aus. Auf der technologischen Seite bieten wir die Modelle Sport und Südwind auch in bestimmten Grundrissen als E-Power an. Ich hatte es schon mal erklärt, das heißt komplett gasfrei, keine Gasinstallation mehr. Das heißt, ich habe vorne einen riesen Kofferraum, weil keine Gasflaschen mehr drinstehen, habe also nochmal Stauraum. Ich spare Gewicht, ich spare Kosten, die Fahrzeuge sind preislich sehr attraktiv und ich spare mir alle 2 Jahre die Gasprüfung, weil alles rein elektrisch betrieben wird. Und das sind Fahrzeuge, die für Kunden gedacht sind, die konsequent sagen, ich fahre zum Campingplatz, stöpsel mich in den Landanschluss rein, habe dann ein hochmodernes Induktionskochfeld, das auch viel wirtschaftlicher arbeitet, und bin sozusagen auch unterwegs mit der Technik ausgestattet, so wie ich es von zu Hause aus kenne. Es gibt auch Kunden, die da durchaus auch mal Vorbehalte haben. Gas im Fahrzeug kann man verstehen. Ist in der Regel ja nicht kritisch, machen wir ja schon seit Jahrzehnten so. Aber auch da selbstverständlich ein Medium weniger. Und damit eben auch Bauteile weniger und weniger Aufwand. Genau. Und wieder Adapter und französische Flasche passt nicht. Richtig. Sparen wir uns alles. Wie kriegen wir das hin? Jetzt wissen wir ja auch, Campingplätze haben unterschiedlich gute Sicherungen und unterschiedlich gute Stromversorgung. Das ist sicherlich in dem einen Land besser organisiert als in dem anderen. Da haben wir eine intelligente, smarte Elektronik in den Fahrzeugen, die automatisch guckt, wie stark ist denn das elektrische Netz abgesichert und im Zweifelsfall dann eben auch in Stufen Geräte zuschaltet und sagt, alles klar, hier müssen wir aufpassen, hier können wir nicht sofort die volle Leistung abfordern, weil sonst fliegt möglicherweise die Sicherung am Schaltkasten raus. Richtig. Nein. Genau. Das System fragt ab, genau, und stellt fest, alles klar, 16 Ampere, wunderbar, wir können alle Verbraucher sofort knall hochfahren. Oder sagt dem, uiuiui, sind nur 6 Ampere, die da geliefert werden, da müssen wir ein bisschen aufpassen. Genau, und dann wird auch eine Rangfolge eingebracht, dass man sagt, der Kühlschrank ist am wichtigsten, weil wäre ja ärgerlich, wenn die Sachen dann verderben, weil er nicht mehr funktioniert. Oder der Herd sagt dann, ich fahre nicht Stufe 10, sondern ich gehe nur bis Stufe 6. Das zeigt mir das System dann irgendwie an, dass dann weiß, okay, im Grenzbereich, ich glaube, die Maschine muss jetzt gerade warten, weil sie gerade vorne und dann kann ich mal schauen. Genau. So, das nennen wir E-Power. Ja, im Gegensatz zu E-Power Drive, was wir uns vorhin angeschaut haben am Reisemobil, der ja elektrisch fährt, der Wohnwagen fährt ja noch nicht. Wir nennen das E-Power, bieten wir in roundabout 10, 12 Grundrissen an. Aber selbstverständlich auf Wunsch können diese Modelle auch in der traditionellen Art, wenn der Kunde es möchte, die Kundin mit Gas betrieben werden. Andere Baureihen, andere Grundrisse bieten wir auch mit Gasinstallation an, sodass der Kunde einfach die freie Wahl hat, wenn es ihm wichtig ist, dass er auch autark stehen können will. Und wenn er ganz autark stehen will, nimmt er noch die Option One Night Stand, eine Kooperation mit unserem Partner Einhell, die Akkugeräte herstellen, Werkzeuge, Akkuschrauber etc., Staubsauger. Und da kann man dann auch noch einen großen Akku, der im Fahrzeug fest montiert ist, den man entnehmen kann,
um damit seinen Staubsauger zum Beispiel zu betreiben, aber eben auch, um in das Bordnetz des Wohnwagens Energie einzuspeisen. Und deswegen heißt es One-Night-Stand, das reicht dann für eine Nacht autark stehen. Also, Sie sehen, Elektrizität, Elektromobilität ist ein wichtiger Punkt bei unserem Produktangebot und das verfolgen wir auch konsequent weiter. Genau, wir machen diese Angebote und letztendlich entscheiden die Kunden, für welche Option sie sich entscheiden. Nochmal, der sagt, ich will autark stehen, der bestellt das Fahrzeug, den Wohnwagen mit Gasanlage und der sagt, das brauche ich alles nicht, ich bin eh immer auf dem Campingplatz, vielleicht sogar immer auf demselben, ja, und ich kann mich jederzeit da reinstöpseln, habe eine gute Stromversorgung, der sagt, dann habe ich lieber eine Klimaanlage im Fahrzeug, weil die brauche ich im Sommer eher als eine Heizung, wenn man ehrlich ist, und dann bin ich bestens versorgt. Ist Teil unserer Elektrostrategie, wo wir eben sagen, das ist nicht mehr die Zukunft, sondern das ist die Gegenwart. Das kann man schon kaufen und der Kunde entscheidet es, was er für Optionen dann nimmt. Und wenn er sagt, ich will auch noch Gas, dann geht es eben auch. Sollen wir nachher dann nochmal bei Weinsberg schauen, weil da haben wir noch was ganz, ganz Tolles. Da haben wir ein Alkoven-Reisemobil für 6 Personen. Und das Ganze in der 3,5-Tonnen-Klasse und da haben wir sehr, sehr viel Know-how reingepackt, weil auch da unser Anspruch, Innovationsführer der Branche, das Thema Leichtbau, was ein wichtiges Thema ist, in vielerlei Hinsicht. Wir erleben ja durch Motoren-Downsizing, Motoren werden schwächer, Motoren werden kleiner, Fahrzeuge müssen mehr leisten, um Anhänger ziehen zu können. Und wir sagen eben, unser Wohnwagen muss grundsätzlich leichter werden, damit die Zugfahrzeuge kleiner werden können und trotzdem noch genügend Zuladung bieten. Und zum Thema Leichtbau haben wir da bei dem Weinsberg Cara Home eine Menge Hirnschmalz reingesteckt und das sollten wir uns unbedingt mal anschauen. Genau. Das ist eine Diskussion. Das ist eine. Dreier, den wir ja eh haben, aber für den, der jetzt eh bis 3,5 fahren durfte, dann noch ein höheres Gewicht fahren darf. Das ist ja aber noch nicht abgeschlossen. Richtig, das ist ein Prozess, der läuft. Wir alle wissen, die Mühlen in Brüssel mahlen langsamer als woanders. Aber ja, das ist eine Initiative, die wir auch über unseren Verband, den Caravaning Industrieverband CIVD, nachhaltig verfolgen, weil im Grunde genommen ja diese Grenze 3,5 Tonnen ist ja eigentlich eine willkürliche Grenze. Es gibt eigentlich keinen Grund, nicht auch sagen zu können, warum soll der nicht auch 3,7 oder 3,8 Tonnen wiegen dürfen. Das Fahrzeug kann es, die Bremsen können es, die Lenkung kann es, der Fahrer kann es auch. Das ist nun wirklich kein großer Unterschied. Aber man muss natürlich auch sehen, wenn wir Elektromobilität wollen, dann müssen wir eben auch akzeptieren, dass wir mehr Gewicht haben werden. Ja, weil einfach Komponenten, die dazukommen, einfach mehr Gewicht bedeuten. Und insofern müssen wir auch da an diese Grenze auch politisch ran und sagen, Moment mal, wenn wir elektrische Reisemobile haben wollen, die nutzbar sind, die alltagstauglich sind, müssen wir uns auch Gedanken machen über das zulässige Gesamtgewicht. Aber Sie haben vollkommen recht, an dem Thema wird gearbeitet, das wird verfolgt, aber es sind natürlich, wie ich so schön sage, dicke Bretter, die da gebohrt werden müssen. Genau. Wir haben es ja im Pkw-Bereich erlebt und wir erleben es hier auch in den vergangenen Jahren. Die Ansprüche der Kunden steigen. Die Ansprüche an die Fahrzeuge, an die Ausstattung, Stichwort Konnektivität, auch ein zentrales Thema der Knaus-Tabbert-Forschung.
wir erleben, dass Kunden das Alexa zu Hause ins Wohnzimmer gehört und auch in den Caravan reingehört, weil man sich an den Freund, den elektronischen, gewöhnt hat, weil er praktisch ist, weil er hilfreich ist. Und wir können uns das nachher mal bei Tabat anschauen, da bieten wir das nämlich an, pfiffige Lösung, da kann Alexa Lichtszenarien, kann Geräusche, Klima, Heizung, alles kann über Alexa gesteuert werden. Und auch das ist ein Thema, Konnektivität, Smart Home. Zum Beispiel alle unsere Fernseher, die wir anbieten, sind mittlerweile längst Smart TVs. Heißt, die können alle an einen Router angebunden werden. Mediatheken etc., Netflix und andere Dienste können auch im Reisemobil und im Wohnwagen genutzt werden. Auch das eine Sache, die wir bei Knaus Tabat anbieten. Auch weil Kunden das fordern, weil sie das möchten. Die Ansprüche steigen, auch was Ausstattung anbetrifft. Und natürlich, unterm Strich, heißt das dann immer auch mehr Gewicht. Das heißt, wir müssen als Hersteller konsequent gegensteuern und immer wieder versuchen, Fahrzeuge so leicht wie möglich, aber so stabil wie nötig und gerne auch noch ein bisschen mehr zu bauen, damit wir diese Funktionen, Gewicht, Ausstattung, Sicherheit unter einen Hut bringen können. Zu der Frage Assistenzsystem, als auch immer wieder aufgeploppt. Bei Ihnen hat man das volle Programm Assistenzsystem bei den neuen Fahrzeugen eh als Standard wahrscheinlich vermutet. Oder kann man das zuwählen, Baukastensystem? Wie wird das bei Ihnen gehandhabt? Es gibt Modelle, die grundsätzlich schon standardmäßig mit den gängigen Systemen ausgestattet sind. Und dann gibt es natürlich immer auch noch Optionen, um bestimmte Funktionen zu erweitern. Wir bauen ja zum Beispiel auch viele Fahrzeuge, VAN.TE, VAN.TE Plus, BoxDrive auf MAN auf. MAN ist das neueste Fahrzeug im Moment in der Klasse. Das heißt, das ist eben auch das Fahrzeug, das die meisten Assistenzsysteme anbietet, bis hin zum Abstandsradar, so wie man es vom gehobenen Pkw mittlerweile kennt, Collision Warner etc., Spurhalteassistent. Da sind wir voll auf dem Stand der Technik und auf der Höhe der Zeit. Wir bauen wie viele andere Reisemobilhersteller auf, zu, würde ich mal sagen, 80% auf Fiat Ducato auf, haben aber unter anderem aber auch MAN noch im Programm als Partner, wo wir mehrere Modelle, VAN.TE, VAN.TE Plus, BoxDrive zum Beispiel, auch anbieten. Und das wird auch sehr, sehr gut angenommen, weil der Vorteil bei MAN ist, der hat schon immer eine 8-Stufen-Automatik im Programm. Und es gibt den eben auch mit Allradantrieb, auch das ein Feature, das durchaus bestimmte Kundengruppen explizit verlangen. Ich habe dann den größten Service-Apparat, der immer in und egal wo ich Europa bin, keine Sorge, ist auch nicht Motorantrieb, Antrieb, Differentialwachstum. Genau. Das ist auch ein weiterer Punkt. Danke, dass Sie es ansprechen. Wir haben eine Service-Kooperation mit MAN und der Kunde kann sein Fahrzeug, und zwar nicht nur, wenn es um das Basisfahrzeug MAN geht, sondern auch um unseren Aufbau, das Fahrzeug bei MAN-Service-Stationen warten lassen, reparieren lassen. Was sind die Vorteile? Sie haben es schon gesagt, MAN hat einen Professional Service 24/7. Ja, die es auch gewohnt sind, unter Zeitdruck Fahrzeuge schnell wieder einsatzbereit zu machen, gegebenenfalls auch Ersatzfahrzeuge stellen. Und der weitere Vorteil ist, Sie wissen es ja, die Branche boomt seit Jahren. Unsere Händler sind teilweise im roten Bereich und arbeiten an den Kapazitätsgrenzen schon seit Jahren. Und um da auch ein bisschen den Druck rauszunehmen und den Kunden einen früheren Werkstatttermin anbieten zu können, haben wir das glücklicherweise mit MAN um diese Service-Kooperation erweitern können. Das heißt, der Kunde kann entscheiden, gehe ich zum Knaus-Händler oder gehe ich zum MAN-Händler. Und der MAN-Händler wartet unsere Reisemobile, egal ob da ein Fiat oder ein MAN drunter ist. Ja, also der Kunde hat die freie Wahl und kann auch mit jedem Reisemobil, das von Knaus oder Weinsberg ist, immer auch entweder zu seinem Händler fahren oder aber zur Wartungsservice-Reparatur zum MAN-Servicebetrieb. Und das ist natürlich ein Riesenvorteil. Hervorragend. Jetzt nochmal ein kurzer Einwurf. Nur das jetzt kommt, ist das jetzt nur für die Neubewerber, die jetzt kommen? Oder wenn ich jetzt das an Ihnen oder Sie gehört habe, ist das jetzt auch schon?
Richtig. Genau. Das ist eine ganz wichtige Message für viele Leute. Absolut. Die einfach dann wirklich nur auf, jetzt denken, muss zu Fiat unbedingt. Fiat hat keine Zeit. Das kann ich selber ein. Genau, genau. Aber das ist ein Thema für uns. Wir fahren 900er und ja, wir sind ja auch nochmal darauf ausgegangen, ja, ich muss sogar Fiat nehmen. Und ich persönlich halte natürlich auch eine große MAN-Werkstatt viel kompetenter, weil die einfach mehr Möglichkeiten haben. Beispielsweise für meine Achsenschmiede. Ein kleiner Händler oder ein kleiner Fiat. Ja, und man muss sich ja mal anschauen, die MAN-Kollegen haben ja viele Busse auch laufen. Da gibt es ja auch eine Küche drin, da gibt es einen Ofen drin, da gibt es eine Gasanlage drin, da gibt es eine Heizung drin, da gibt es Sanitäreinrichtungen in den Bussen drin. Das heißt, das Know-how ist da. Und wir haben die Servicepunkte in-house natürlich nochmal auf die Spezifika unserer Fahrzeuge hin trainiert. Ja, auch bis hin zu Seitenwand ist beschädigt. Auch das kann der MAN-Servicepunkt mittlerweile leisten. Und damit entlastet er unsere Händlerschaft und macht es dem Kunden einfach, weil er mehr Auswahl hat und früher an einen Werkstatttermin rankommt. Ich sage immer, mach dem Kunden das Leben einfach. Er hat es schon schwer genug. Ja? Und wir versuchen dem Kunden das Leben einfach zu machen, weil wir versuchen, das Thema ganzheitlich anzusehen. Und es ist eben nicht damit getan, dass man Fahrzeuge verkauft, sondern zum Fahrzeug gehört eben auch Service, Wartung, Pflege, Erhaltung, Zubehör. Alles Themen, ja, die man abdecken muss. Wir haben insgesamt rund 450 Handelspartner weltweit. Und nur mal so eine Idee, wir sind in Korea, Südkorea, Marktführer bei den Freizeitfahrzeugen. Ja? Kleiner Markt, feiner Markt, aber durchaus begeisterungsfähig. Wir sind in China vertreten, wir sind in Neuseeland vertreten, aber stärkster Markt für uns ist natürlich Europa und da speziell Deutschland. Mittlerweile muss man sagen, dass Deutschland der wichtigste Reisemobilmarkt weltweit ist. Jetzt gibt es Leute, die sagen, ja, was ist mit Amerika? Amerika ist ein Trailermarkt, ist ein Anhängermarkt. Weniger Reisemobile, mehr Anhänger. Und deswegen sind wir hier in Deutschland und wir sind eine deutsche Company mit niederbayerischen Wurzeln. Unser Hauptsitz ist in Jandelsbrunn. Das ist in der Nähe von Passau an der tschechischen und österreichischen Grenze. Wir sind also ein deutsches Unternehmen und der deutsche Markt ist für uns natürlich, muss man ehrlich sagen, der wichtigste Markt. Und wenn man sich die Zulassungszahlen anschaut, die ja auch von Jahr zu Jahr in neue Rekorde entschweben, dann ist das eben auch die richtige Entscheidung. Gleichwohl haben wir natürlich immer auch das Auge auf Europa. Wir sind stark in Frankreich bei den Wohnwagen. Wir sind, ich glaube, die Nummer 1 bei Wohnwagen in Italien. Wir sind stark in Skandinavien. Allein im vergangenen Jahr, 2020, haben wir 24.000 Freizeitfahrzeuge hergestellt mit gerade mal 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 4 Standorten. Das ist immer möglich. Fangen wir mal von vorne an. Also wir bieten bei unseren Fahrzeugen schon mal 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie. Muss man sich mal umschauen, wer das noch so anbietet. Ja, das ist ein starkes Statement. Klar, setzt voraus, jährlich einmal eine Dichtigkeitsprüfung, um immer auf dem Stand zu bleiben. Aber 10 Jahre Dichtigkeitsgarantie. Nanoversiegelung, ganz klar, ist natürlich ein Thema, ist für uns als Großserienhersteller, der wir jetzt sind mit 24.000 Einheiten im Jahr, weniger umsetzbar, ist aber in der Regel immer ein Thema, das dann unser Händler vor Ort dem Kunden anbietet. Und da gibt es eben viele andere Sachen, die dann auch der Händler sehr, sehr gut macht, weil er natürlich auch gerne da noch, unter uns gesagt, ein bisschen Geschäft macht. Sales Component and Service, dass das so gut
geregelt ist, hört man eigentlich bei keinem anderen Hersteller dieser Bandbreite, dieser weiten Gedankenrichtung und dann eben so weit international aufgestellt. Genau, also wir sagen halt, es ist halt mit dem Verkaufen, ist nicht getan. Ja, man muss auch dranbleiben, weil der alte Vertriebs, die Binsenweisheit, das erste Fahrzeug verkauft der Verkäufer, das zweite verkauft die Werkstatt. Gut? Genau, gut. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir nochmal schnell rüber zu Weinsberg. Ja,